geben und darauf aufmerksam zu machen, dass viele, viele Menschen es nicht so gut haben wie wir. 1 Milliarde Menschen leben am Existenzminimum, sind von Armut bedroht, haben keine Gesundheitsvorsorge, so wie wir das kennen. Wir kommen nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern wir wollen zeigen, dass jeder von uns etwas tun kann. Wir kennen die Zahlen, den Klimawandel, die große Weltpolitik und manchmal fragt man sich ja, was kann ich eigentlich tun? Eine ganz erschreckende Zahl, jede 3 bis 5 Sekunden verhungert ein Kind, weil es nicht genug zu essen hat. Und wir werfen Lebensmittel mit weg. Wir spekulieren an Börsen. Das tut uns nicht gut. Und das wollen wir nicht. So eine Welt wollen wir nicht. Und ich glaube, wenn ich euch fragen würde, was wollt ihr für eine Welt haben, dann würde ich ja sagen, eine Welt, wo alle genug zu essen haben, wo für jeden Gesundheit kein unerreichbares Gut ist und wo jeder eine Chance hat. Wie kämpfen wir uns? Wir sind verbunden. Gleich in 2 Minuten, knapp in 1 Minute, wir werden dann runterzählen mit 260 Chören in ganz Deutschland.